Und damit herzlich willkommen zurück zu Black Sails, das Geisterschiff. Ich habe mir erstmal die neue Version von Fraps geholt und jetzt sollte es ein bisschen weniger ruckeln, hoffe ich. Und was mir letztens aufgefallen ist bei den Aufnahmen, dass ich das Fenster vergessen habe. Vergessen habe zuzumachen, deswegen war es so arschlaut nachher. Und so, wir sind hier in der Kapitänskajüte und ich weiß gerade nicht wirklich, was ich machen soll. Ich kann nur ein bisschen rumgucken, vielleicht an der Tür noch irgendwas. Die Ach, Tür das ist weiß ich ja selber verschlossen. auch. Türschloss. So komme ich nicht weiter. Naja. Und wir haben hier irgendwie Sachen. Also wir haben drei Zettel. Oder zwei Zettel. Und müssen die nachher irgendwie versuchen zu kombinieren. Was haben wir denn hier? Bücherhaufen. Bücher im Regal. Können wir hier vielleicht irgendwas? Seltsam. Ich spüre einen leichten Luftzug. Vielleicht ist hinter den Büchern etwas. Keine Ahnung. Tatsächlich, hinter den Büchern befindet sich ein Lüftungsgitter. Dann kletter raus. So, gab es noch Bücher im Regal? Allerhand Schmöker. Ein Romantiker? Das weiß ich jetzt nicht. So, gab es jetzt hier noch irgendwas? Lüftungsgeldzettel. Den Zettel Den habe nehme ich ich mit. letztens gar nicht gesehen. Können wir da jetzt irgendwas machen? Das Lüftungsgitter ist fest Okay, verschraubt. jetzt haben wir hier noch einen durchlöcherten Zettel. Können wir. Jetzt sind nur noch drei Zahlen Aha. übrig. Gucken wir mal nach. So erscheinen drei Zahlen in den Löchern. 836 oder 863. Ich teste es einfach mal aus an der Kiste hier drüben. Und dann mal gucken, was hier drin befindet. Wir müssen ja hier irgendwie versuchen. Die Truhe ist mit einem dreistelligen Zahlenschloss Genau. gesichert. Zahlenschloss. Was war das? 863. 1, 2. 8, 6, 3, ne? 6, 7, 8. Sehr gut, die Kombination hat gestimmt. Mal sehen, was die Truhe zu bieten hat. Was? Wie hast du das Schloss aufbekommen? Der Kapitän scheint eine Vorliebe für Knobeleien zu haben. Die Kombination war auf Notizblättern verteilt. Mit einer Brechstange wäre das sicher schneller gegangen. Du würdest mit einer Brechstange wahrscheinlich das ganze Zimmer auseinandernehmen. Hey, sei nicht so vorlaut. Ach, egal. Ich hoffe mal, du rufst mich, wenn du was Wertvolles findest. Natürlich werden wir das. Weil wir müssen ja irgendwie den Knoten loskriegen. Wir haben hier einen Brief. Mein Stern, dieses Jahr wird es gelingen. Ich fühle es mit jeder Ader. Die Geschäfte laufen gut. Noch sind es sicher 12 Überfahrten, die ich zu erledigen habe. Vielleicht 15. Es sei denn, ich finde noch ein paar gute Zusatzverdienste, wie zuletzt. Wenn ich das nächste Mal an eure Pforte klopfe, wird dein Vater keinen Grund mehr haben, mich abzuweisen. Hab Geduld, Charles. Okay. Was haben wir noch? Ein Rasiermesser. Hoffentlich schneide ich mich damit nicht. Und ein Amulett. Ein seltsames Amulett. Okay. Den Brief können wir nicht mitnehmen. Aber wahrscheinlich können wir jetzt mit dem Rasiermesser die Wäscheleine durchschneiden. Ich möchte das Seil nicht kaputt machen. Es würde reichen, den Knoten zu Oh, danke, öffnen. dass du mir dabei noch hilfst. Knoten. Das würde gehen, aber vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Verwenden lieber doch nicht. Jetzt habe ich hier Alternativen oder was? Nö, ich will das machen. Dann probiere ich das mal aus. Und jetzt? Ich mit ihm reden. Macht es dir nichts aus, in anderer Leute Eigentum rumzustöbern? Ich komme schon allein zurecht. Ja, das ist offensichtlich. Okay, nur was hat mir das jetzt gebracht?
Wie hast du das angestellt? Lass mal sehen. Der Fuchs hat sich eine geheime Kammer gezimmert. Und dahinter ist... Was ist das eigentlich? Vielleicht lässt sich hier etwas finden, um die Tür aufzubekommen. Die Rohre führen in den Boden hinein. Vermutlich in den Laderaum. Was zur Hölle haben die da unten reingebaut? Vielleicht sollten wir den Kerlen gar nicht erst über den Weg laufen. Bist du immer so negativ? Du machst dir anscheinend keine Vorstellung davon, zu was eine Mannschaft alles fähig sein kann, die solche Geheimnisse versteckt. Vor allem, wenn man in diesen Geheimnissen herumschnüffelt. Okay, was haben wir hier? Eine Wäscheleine. Eine Wäscheleine kann man für vieles benutzen. Und sich auch einfach in die Tasche stecken. Eine Harpune. Die Harpune ist ganz schön schwer. Passt trotzdem in die Tasche rein. Eine defekte Gas, irgendwas. Das defekte Teil muss weg. Hä? Okay. Gas. Hier kann man Gaskartuschen auffüllen. Mit dem Gas wird wohl das Schiff beleuchtet. Ah ja. Gibt's hier noch sonst irgendwas? Nö. Rohre? Diese alten Rohre sind sehr groß. Die Rückstände auf ihnen lassen darauf schließen, dass sie undicht sind. Okay, Gasstation hatten wir schon, ne? Hier kann man Gaskartuschen auffüllen. Mit dem Gas wird wohl das Schiff eine leere und defekte Gaskartusche. Okay, jetzt geht doch hier mal wieder raus. So, was können wir dann machen? Was haben wir denn? Amulett, stimmt, wollen wir mal suchen. Das Amulett sieht fast wie ein Schlüssel aus. Okay. Wäscheleine. Ein dickes Tau, das der Kapitän als Wäscheleine benutzt hat. Harpune. Eine riesige Harpune. Wurde auf diesem Schiff gejagt? Das weiß ich nicht. Können wir dann vielleicht die Tür aufschließen? Das Amulett hat zwar die Form eines Schlüssels. Zum Aufschließen eines normalen Schlosses ist es aber nicht geeignet. Okay. Können wir das vielleicht irgendwie... Das passt da nicht. Das passt da nicht. Da gibt es nichts anzubinden. Jetzt habe ich eine Art Anker. Okay. Was brauchen wir denn? Sehr vertrauenerweckend sieht diese Konstruktion nicht aus. Die Seile knarren bedeckt. Ein improvisierter Anker. Okay, wir wollen das Schiff doch nicht anhalten, oder was? Oder? Will dieses Schiff... Aber warum... Die Zeitungen sind schon ziemlich alt. Eine der wenigen noch lesbaren Überschriften berichtet von verschleppten und ermordeten Kindern in Laches do Pico. Ich wollte mir Teil nur eigentlich gar nicht durchlesen. Können wir jetzt hier raus? Also... Ich müsste den Anker erst an etwas befestigen, sonst wäre es Verschwendung. Okay, und dann was? Was haben wir denn die Fenster? Geht das? Ich müsste den Anker erst an etwas befestigen, sonst wäre es Verschwendung. Ich müsste den Anker erst an etwas befestigen, sonst wäre es Verschwendung. Was haben wir denn hier? Ozean, Fenster. Kann ich das hier irgendwo? Zeitung, Fenster. Und was denn? Hatte ich hier oben nicht irgendwo. Nicht laufen. Nicht irgendwo einen Balken oder so? Hier oben haben wir einen Balken. Nein. Falsch. Bullaugen. Können wir die vielleicht daran befestigen? Aber ich. Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. So, okay. Daran? Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Okay, so. Torhelm. Wo soll ich den denn befestigen? Vielleicht hier irgendwo? Was haben wir denn hier? Bett. Ich soll den irgendwo befestigen. Hier vielleicht. Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Da vielleicht, bitte doch. Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Ja, aber ich soll den doch irgendwo befestigen. Vielleicht verarscht die mich auch bloß wieder. Oh. Dann nicht irgendwie hier. Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Kann ich hier? Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Jetzt ist doch gut hier. So langsam regt mich der Spruch auf. Ach, vielleicht. Nee, das wäre da unlogisch, oder?
Ding an der Gasstation befestigen? Hier kann man Gaskartuschen auffüllen. Mit dem Gas wird... Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. An den Rohren vielleicht? Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Ich weiß, dafür ist der Anker gerade nicht geeignet. Ach ja, leck mich doch. Was haben wir denn? Schreibtischglocke. Können wir vielleicht daran befestigen? Dafür ist dein Anker nicht gerade geeignet. Petro. Ah! Oder? Der Anker ist an der Tür befestigt. Sag mal, was machst du da überhaupt? Ich versuche, hier rauszukommen. Interessanter Versuch. Seefahrt schlägt dir wohl auf den Magen. Wart's nur ab. Gut. Das hilft mir leider nicht. Warum nicht? Die Tür ist verschlossen. Deswegen... Ach so. Ja, gut. So, dann würde ich mal sagen, brechen wir mal die Tür auf, oder was? Zack, und raus damit. Also das ist ja wohl die blöde Idee, die ich jemals... Oh. Hättest du mir einfach geholfen, das Schloss aufzubrechen, wäre das erheblich schneller gegangen. Und das war natürlich auch so schön leise, ne? Also... Lass mit ihm reden. Vielleicht weiß er ja noch irgendwas. Auch wenn ich das nicht glaube. Macht es dir nichts aus, in anderer Leute Eigentum rumzustören? Ich komme schon allein zu... Jo, das war alles. Wollen wir noch? Geschafft. Die Tür ist offen. Suchen wir den Kapitän. Moment noch. Hä? Was ist denn? Ich habe das Logbuch noch nicht ganz gelesen. Und hier liegen noch einige Papiere rum. Du meinst, du hast noch nicht genug Beute gemacht? Ist das vielleicht dein Problem? Mir reicht's. Ich gehe. Das tust du nicht. Du bleibst hier. Lass mich los! Vorsicht! Oh nein. Lex! Ah! Das wollte ich nicht. Ich kann nicht atmen. Meine Rippen. Ich glaube, es sind welche gebrochen. Du blutest. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Du bist selbst schuld. Du brauchst dringend Hilfe. Ja. Jetzt wäre es wohl wirklich an der Zeit, den Kapitän zu suchen. Ich... Lex, nicht einschlafen. Du musst wach bleiben. Ich glaube, mich hat es wirklich schlimm erwischt. Vielleicht gehe ich drauf. So ein Unsinn. Ich werde dir helfen. Die Kisten. Du musst sie irgendwie von mir runterbekommen. Gut, vielleicht kann ich sie ja einfach runterheben. Beeil dich, verdammt! Schlaf nicht ein. Ich werde es einfach mal versuchen. Ich werde mich bemühen. Ein Klick auf das Aufgabensymbol am unteren linken Bildschirmrand zeigt, welche Aufgaben gerade gelöst werden müssen. Na, Holzkisten wegschieben, oder nicht? Au! Verdammt, was machst du da? Entschuldige. Ich wollte die Kisten anheben, aber sie sind zu schwer für mich. Ja. Der Versuch, sie von mir runterzuschieben, war nicht sehr hilfreich, verdammt! Verdammt nochmal! Vielleicht kannst du sie irgendwie leichter machen. Leichter machen? Was war da eben? Sehr vertrauenerweckend sieht diese Konstruktion nicht aus. Die Seile knarren bedenklich. Holzkisten, Lex, Holzkisten, was war das denn ein? Ach so, Verschluss. Ich habe den Verschluss geöffnet. Es ist eine Menge Pfeffer auf den Boden gerieselt. Okay, können wir jetzt wegnehmen? Okay, oh mein Gott. Du hast es geschafft. Wurde aber auch Zeit. Ich glaube, ich habe mir nichts gebrochen. Dein Bein, es blutet. Wir müssen unbedingt die Blutung stoppen. Warte. Wir sollten die Wunde desinfizieren, bevor wir sie verbinden. Ich werde mich mal nach Desinfektionsmittel und Verbandszeug umschauen. Okay, gut, dann gehe ich erstmal hier raus. Oh, oh. Der arme Lex, so. Oh mein Gott. Hallo? Ist da jemand?
Vielleicht schlafen schon alle. Anna, hörst du mich? Ja, ich bin hier. Hast du schon jemanden gesehen? Nein, ich habe doch noch kaum einen Schritt aus der Kapitänskajüte gemacht. Außerdem sieht es hier nicht gerade gesellig aus. Ja. Gruselig ist das Ding auf alle Fälle. So, was können wir jetzt hier machen? Was ist da? Andockstation. Ey, ich sehe kaum was, ne? Was ist das? Bodenluke. Ich kann nichts sehen. Alles ist schwarz wie die Nacht. Und ich dachte schon, es liegt an meinen Grafikeinstellungen. Bodenluke, gibt's hier sonst noch was? Also jetzt spiele ich gerade mal wirklich kurz mit den Dings, weil ich da nichts sehe. Es passiert nichts. Andockstation. Das nehme ich mal mit. Okay. Hier können die Gaskartuschen eingesetzt werden, um die Lampen mit Gas zu versorgen. Gibt's hier sonst noch was? Das. Das hatten wir schon. Lichtschalter. Okay, ich glaube, ich gehe. Wollte ich gerade zurückgehen? Ich weiß es nicht. Nein, nicht mit ihm reden. Er ist doch so schwer verletzt. Und? Was hast du entdeckt? Da draußen ist es stockfinster. Ich muss irgendwie für Licht sorgen. Und die Besatzung? Irgendjemand in der Nähe? Zumindest nicht auf diesem Deck. Wie geht es deiner Verletzung? Ich fühle mich schwach. Das Blut läuft immer noch. Warte, ich nehme einfach die Decke von da hinten oder einen Lumpen von der Wäscheleine. Igitt, so eilig ist es dann auch wieder nicht. Vielleicht findest du Stoff, der etwas sauberer ist. Oder richtiges Verbandszeug. Na gut, ich suche noch ein wenig. Aber bevor du die Besinnung verlierst, wirst du mit schmutzigem Stoff Vorlieb nehmen müssen. Du findest sicher gutes Verbandsmaterial. Und zur Not wäre ich auch mit deiner Bluse einverstanden. Wie charmant. Okay. Gut, das heißt, wir müssen Verbandszeug finden, irgendwie da drüben Licht machen und ihn irgendwie wieder fit kriegen. Aber das machen wir erst im nächsten Teil. Und bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.